So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Level Video von Modern Warfare 3, gespielt von Bauhaus, kommentiert von Markster. Und nun fangen wir auch schon an. Es ist die Karte Outpost, meine Lieben. Und er hat sich für seine Sniper-Klasse entschieden. Er hat da noch eine Pistole dabei. Und jetzt geht's erstmal los. Er messert sich durch das Fenster. Das ACOG-Visier ziert seine Waffe geradezu. Und da kriegen wir auch schon den ersten Beschuss zu sehen. Es scheint schon wieder eine MP7 auf dem Boden zu liegen. Kein gutes Omen. Und er wartet. Und er wurde von der Granate, von dem brennenden Fass, meine Lieben, wurde von einem explodierenden Fass wurde er getötet. Aber nun spawnt er an einer ähnlichen Stelle und kann gleich diesen Feldzug noch einmal wiederholen. So sieht er auch schon die Gegnermassen, die ihn dann mit einer G36 durch die Wand getötet haben. Es sieht nicht allzu gut aus, 0:2. Aber das kann sich ja noch ändern. Outpost, eine Map, bei dem die Sicht nicht allzu gut ist. Und da läuft auch schon einer, er war überrascht und wurde auch durch eine PP90, wie auch immer die Waffe heißt, sie ist jedenfalls keine coole, wurde er auch erwischt. Das Team, es steht 200:1000, es ist keine gute KD, keine gute Team-KD. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Jetzt hat er erstmal zum Sturmgewehr gegriffen. Wenn ich das richtig sehe, ist es auch eine G36 mit Rotpunktvisier. Probiert er jetzt erstmal aus, ob das damit was werden kann. Sehen wir mal, ob das klappt. Und er geht durch den engen Pfad durch. Er geht in das Haus hinein, in die Lagerhalle. Verlässt er wieder in Richtung... Und da war er auch schon mit einem Messer. Hat er Promille ihn gekriegt. DWR Promille heißt er. Ich sehe schon, dass noch einige Russen von der Partie. Miko kann ja nur ein russischer Name sein. Und Marius. Gegen Herki 13. Und da hat Wolesi Nastuk. Hat ihn gekriegt. Er wollte sich auf eine Scharfschützenposition begeben und hat dann doch versagt. Es sieht nicht allzu gut aus, wirklich nicht. Aber das kann sich ja noch ändern. Die Map ist auch richtig blöd, wie ich persönlich auch finde. Feindlicher Helikopter wurde von Marius getötet, zerstört, besser gesagt. Und jetzt haben sie ihn schon wieder gekriegt mit einer CM, wie auch immer. Und er versucht sich jetzt erstmal zurechtzufinden. Er versucht. Und da hat er endlich seinen ersten Kill mit schnell 7 Pro 2, hat er das abgeschlossen. Und geduckter Schuss kam auch noch mit rein. Und L118A Meisterschütze 1 ist ebenfalls jetzt unser. Und der Waffenrang ist gestiegen. Wie soll es auch anders sein? Die Teams, es steht 1200:2600. Und eine Beförderung war auch noch dabei. Wir sind nun auf Level 8. Level 9 sogar. Stimmt, vorhin bin ich auch noch einmal aufgestiegen. Das heißt, das haben wir jetzt wieder reingeholt. Schön, ein paar Aufstieg pro Level, so muss das auch sein. Und da hat er ihn wieder mit einem Kopfschuss von dieser Entfernung gekriegt mit ACOG-Visier. Unfassbare Leistung, jetzt ist er wieder drin, jetzt hat er es wieder. Und man sieht die vielen Totenköpfe, sein Team leidet gerade schreckliche Verluste. Und er wurde, ich weiß nicht von was getötet, wahrscheinlich war es, es war tatsächlich eine Semtex. Und wie genau sie ihn erwischt hat, oh Gott, was war das denn? So, jetzt hat er sich erst auf seine Position begeben und er schießt auf B4 und er hat Fingerfertigkeit pro 2 erlangt, indem er einen gut gebalancierten Zielschuss in der Duckposition getätigt hatte. So, jetzt sieht man hier mehrere rote Namen aufleuchten und da wurde er von der Seite von links erwischt von einer MP7. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sieht echt nicht gut aus. Das ist wieder ein roter Name, der Feind scheint allerdings gestorben oder in Deckung gegangen zu sein. Bleibt spannend und abzuwarten. 2100 zu 4000. Dieses Match scheint wohl doch nicht mehr allzu gut zu laufen. Das konnte er wegen der kurzen Blenderei nicht schaffen. Das war unmöglich mit einem Scharfschützengewehr. Außer es sei denn, es ist ja ganz, ganz viel Lack dabei gewesen. Aber das war es diesmal nicht. Man hört ihn auch schon bruddeln und blubbern. Und da hat er ihn doch nicht, aber es sah kurz wirklich danach aus, die Semtex flog und hat doch nicht mal angeschossen. Der Feind wird jetzt sich natürlich um das Gebäude herum platziert haben und da ist auch schon ein Hatter. Und den zweiten kriegt er mit dem Messer, jawohl. Und dann wurde er doch noch erwischt, aber hey, das lief.
Es steht 5 zu 10 für ihn, eine KD von 0,5. Ja. Ja. Ihr habt auch selber gerade gehört, meine Mutter will nicht, dass wir rumbrüllen. Na gut, so sei es. Aber... ah, ich will endlich alleine wohnen. Na gut, um davon abzusehen, er entscheidet sich für den kurzen Einsatz einer Pistole. Bis er dann den Gegner doch noch vor die Nase bekommt und dann doch noch von rechts abgeschossen wird. Ich habe keine Ahnung, warum die immer von da kommen. Bach, Brony. Weiß sich schon fast nicht mehr zu helfen. Er schießt und er kriegt nicht. Und er schießt. Und die Granate hatte ihn dann, womit ich jetzt eigentlich auch echt nicht gerechnet hätte. 6 zu 12, wir bleiben bei der KD von 0 zu 5. 0,5, so jetzt stimmt's wieder. Er kriegt auch schon die Krise, während er spielt, also ich kann es ihm nicht verübeln. Diese zwei Runden, die wir jetzt bisher gemacht haben mit dieser hier, sind nicht so verlaufen, wie wir es wollten. Also echt nicht. Aber ein Spiel, okay, wir müssen uns halt wieder einspielen, so ist es halt. Er wurde wieder... ja, es geht halt nicht anders. Das ist halt so, dass wir das jetzt komplett durchziehen wollen. Das ist jetzt halt die Sache und deswegen können wir jetzt nicht einfach abbrechen, einfach mal pausieren und sagen, wir spielen ein paar Matches ohne. Nein, das gibt's leider nicht mehr. Ich bin mir sicher, wenn Brony dann den neuen PC bekommt, der ihm bereits gebührt, dann werden wir ein paar Matches auch von der Ferne aus zusammen machen können, auch noch über Skype. Was meinst du dazu? Gut, er ist auf jeden Fall dabei, sagt er. Oh, das war jetzt gerade ein Ping-Lag, der es ihm doch noch, der ihm den Kill doch noch beschert hatte. So muss das auch aussehen. Wir sehen schon die Blendgranaten fliegen durch das verschneite Wetter. Und jetzt wurde er doch noch geblendet, aber den Gegner hat er auch geblendet, deswegen kann es sein, dass er nicht stirbt. Und er hat sich durch ein Hinlegen hat er sich dem Tod entzogen. Jetzt gilt es halt nur noch, ob er ihn auch kriegt. Und er hat ihn auch bekommen. Und die Beförderung winkt wieder. Jetzt sind wir in die Corporal. Ich kann zurzeit nicht ans Telefon gehen. Nein, das machen wir natürlich nicht. So. Kann ich aber gerade wirklich nicht, denn ich habe Wichtigeres zu tun. Und er schießt. Er schießt auf das IMS und hat es auch mit der USP gekriegt. Und er ist wiederum im Waffenrang für die USP gestiegen. Durch den Abschuss eines Schrummisern S-Force. So, und jetzt hat er doch noch einen abgeschossen. Die Vorräte sind sein. Feindlicher EMP ermöglichen es allerdings jetzt nicht, es zu holen. Aber trotz des EMPs hat er und ohne den perfekten Einsatz des ACOG-Visiers hat er doch noch den Gegner erwischt. Was auch an sich nicht so schwer ist, weil dann dieser Winkel sich ein bisschen erweitert. Das ist gar nicht mal so schlecht, man sieht's schon. Und das Match ist vorbei, 6000 zu 7500, eine Niederlage. Die erste Niederlage, die wir bisher hatten, glaube ich. Mein Bett stürzt in sich zusammen. Es steht 10 zu 14 und damit beenden wir auch. Bis gleich, bis zum nächsten Mal. Ciao.